1, Snipergewehrschütze 2, Snipergewehrschütze 3. Eliminieren Sie 100 Gegner aus der Deckung mit dem Snipergewehr. Okay, was muss ich als nächstes hier? Benötigt, Aufklärer. Es gibt hier noch was mit Sniper. Da unten ist noch Sniper. Was ist das? Snipergewehr, Experte. Eliminieren Sie 800 Gegner mit dem Snipergewehr, 200 Gegner mit dem Snipergewehr per Kopfschuss, 80 gegnerische Aufklärer-Scharfschützen. Möchtest du meinen Trupp HGS.9 Truppen einladen? Ist das jetzt eine Clan-Einladung? Was ist das? Ja. Ich trete mal den Trupp bei. Was es auch immer für ein Trupp ist, ich trete den einfach mal bei. Ein Trupp ist, glaube ich, eine Gruppe, mit der man zusammen spielt. Von dem Typen da. Das. Ach, das ist diese Powered by Razor Map. Ja, die Scheiße, die habe ich schon mal gespielt. Wie gesagt, schon etwas länger her, aber die ist nicht ganz so besonders. So toll ist sie nicht. Die mag ich nicht. Trotzdem spiele ich sie. Gehört ja dazu. Nehmen wir wieder keine Sniper, weil hier kann man auch nicht gut snipern. Ne. Und synchronisieren mit Server. Okay, jetzt nicht mehr. Aufwärmzeit. Dann können wir uns die Map ein bisschen genauer anschauen. Und zwar geht es hier lang. Dann hier durchrushen und irgendwie sind alle im Clan außer ich. Also ein paar auch nicht, aber die meisten. Und dann, das Problem ist, da oben ist meistens ist einer. Da oben ist einer, meistens. Und... ja, eigentlich sind sie überall. Hier muss man halt einnehmen, den Punkt. Und da sitzt er mit seiner Shotgun und bumst mich einfach weg, weil ich ihn nicht gesehen habe. Ich bin auch blind. Ich bin so blind. Egal, Aufwärmzeit. Ihr wisst ja, Aufwärmzeit passiert nichts. Match startet in 10 Sekunden. Hüpf. Ich könnte mir auch überlegen, ein bisschen in Rüstung zu investieren und nicht alles in, in Waffen. Aber egal. So, los geht die Chose. Rüber gehüpft. Und ab geht's. Übrigens sehen auch alle Klassen anders aus vom Aussehen, wie man das auch sieht. Zum Beispiel dieser komische Ingenieur und Soldat sehen halt anders aus wie die anderen. Ist ja klar. Oh, da kommen viele. Da kommen sehr viele. Granate vielleicht? Oh Gott, da oben sitzt er. Fuck! Oh, da oben saß er und ich musste ranlaufen, weil sonst hätte er mich umgekriegt. Und dann hatte ich keine Muni mehr und er hatte sein Schild an. Ah, das war blöd. Habe ich den da oben getroffen? Ich habe einfach nur wie so ein Sinnloser geschossen. Die spielen aber ziemlich offensiv alle hier. Die spielen sehr offensiv. Da könnte man fast die Sniper auspacken, weil die alle so offensiv spielen. Aber wir lassen es erstmal. Ich mache jetzt die Taktik, meine altbekannte Taktik. Die nennt sich... hinter die feindlichen Linien gehen und alle töten. Und dann muss das Team nur nachrücken, damit das Ganze so funktioniert, wie ich das mir vorstelle. So, jetzt bin ich hier gar nicht mal so gut. Denn die können von zwei Seiten kommen. Okay, er sichert da ab, das ist gut. Oh oh. Hohoho, aufpassen. Okay, wir haben den Punkt eingenommen. Und er stirbt nicht! Die Leute sterben nicht mehr! Warum sterben sie nicht mehr? Ich muss mir in den Kopf schießen, Lars! Schieß doch nicht auf den Körper! Du musst auf den Kopf schießen! Ich habe zu viel Xbox gespielt. Ich kann keine Shooter mehr. But really sorry! Schreibt einer. Oh. Wo war der denn? Der Saster. Okay. Ihr wisst ja, das ist ein Camper-Game. Jede Ecke gucke. 03. Ich rock hier schon wieder die Party. Also ich muss sagen, ich bin der ultimative Pro-Gamer, wenn ich aufnehme. Das muss ich gerade so sagen. Ich sollte das professionell machen. Jetzt weiß ich, warum die meisten das nachkommentieren. Wenn sie sowas spielen. Damit sie quasi sich auf das Spiel konzentrieren können und dann das Ganze nachkommentieren. Aber ich mache das ja live, ich mache ja beides, ich bin multitaskingfähig, ich bin ja ein Mann.
Jeder weiß, als Mann kann man das. Oder auch nicht. Vielleicht kann man das als Mann, vielleicht auch nicht. Ach, komm schon. Da sitzt der Nächste. Da sitzen sie alle. Da müssen wir doch mal vorrushen, Leute. Da müssen wir durchrushen. Wir müssen angreifen. Wir müssen die Punkte einnehmen. Da können wir nicht so lange warten. Es geht doch nicht so. Und warum versage ich denn so hart? Das macht mich aggressiv. Ich töte niemanden. Sie töten mich alle. Like a boss. Like a boss. Really, really. Really, really. Like a boss. Like a boss. Oh, oh, da sind zwei. Granate? Yep. Oh ja, komm. Doppelschild. Erst Granate mich vorhitten und dann... Ja. Jetzt müssen wir es doch etwas anders machen, weil so läuft es hier gerade nicht gut. Hier kommen wir nicht voran. Wir machen ja keine Punkte. 1 zu 5, das ist nicht gerade berauschend. Für ein Let's Play sollte man auch ein paar Kills reißen, weil sonst bringt das ja nichts. Dann denken die Leute, Mann, ist das ein Scheißspieler, da gucke ich ja nicht wieder zu. Deswegen müssen wir hier ein paar Kills machen. Sonst hat das hier keine Zukunft. Deswegen werden wir uns jetzt mal hier ein bisschen anstrengen, damit wir ein bisschen Kills machen. Aber wie gesagt, die Map ist eckelig. Die ist richtig eckelig. Ja, der sitzt da hinten. Kann er nicht die ganze Zeit hier rumcampen? Das ist auch nicht die feine englische Art. Nein. Mann, ey, das ist doch eine behinderte Map. Gefällt mir echt nicht. Die klatschen mich. Die ist auch schon hart, wie die mich wegklatschen gerade. Also, nicht zu Hause nachmachen, Leute. Spielt vernünftig, nicht so wie ich. Mit 1 zu 6 solltet ihr nicht loslegen bei diesem Spiel. Jetzt sitzt da oben wieder einer, oder was? Natürlich sitzt da oben einer. Wo sitzt der denn sonst? So. Fuck! Ich nehme meine Waffe ab. Okay, 3. 4. Wie gesagt, ich muss wieder reinkommen. Ich muss reinkommen in dieses Spiel. Da war noch einer um die Ecke. Da war noch einer. Ah, muss warten mehr. Ich muss mehr warten, bis sie kommen. Ich bin zu aggressiv. So, 6-7 haben wir fast wieder unsere Stats gerissen. Müssen wir einen noch töten. Dann sind wir wieder glücklich. Dann sind wir wieder gut.
Haben wir da alles getaktet. Übrigens, wenn ich mich konzentriere, muss sie ein bisschen leiser sein. Also nicht wundern, wenn ich da nichts sage. Weil... Wow. Wow. Die sitzen alle da und können mich einfach weghauen. Und das Team sitzt da oben und macht nichts. Okay. Vielleicht wissen sie nicht, aber wir müssen einnehmen, sonst verlieren wir. Wir müssen vorgehen. Wir müssen das machen, damit wir gewinnen dieses Spiel. Müssen wir nach vorne. Wir müssen die Punkte einnehmen. Hat sich auch geändert hier. Sonst musste man immer das alles einnehmen. Und jetzt reicht es, glaube ich, wenn man einen halt mehr eingenommen hat wie jeder andere. Oh. Er gibt mir einen One-Hit mit seiner... Bevor ich schießen kann, bin ich schon tot, weil ich am Laufen war, weil er muss erst dann... Oh Gott. Der hat mich wirklich weggehauen. Wow, ich habe einen Abschuss gemacht. Das ist ja der Hammer. Wo war der jetzt? Hinter mir oder was? Yep. Hinter mir. Oh oh. Haben die... Oh oh, Verlängerung. Wenn sie das jetzt einnehmen, gewinnen sie. Gar nicht gut. Wir müssen das einnehmen. Orakel spielen lassen. Normal halten die nicht so viel aus. Die haben ziemlich viel Rüstung hier alle. So müssen die verteidigen. Das müssen wir verteidigen. Wenn wir das hier halten... Was ist jetzt los? Es stehen zu viele hier, dass wir nicht verteidigen können. Oder was ist los? Wir müssen Punkt C halten, weil ohne Punkt... Och nein, Junge, warum deffst du mich denn da nicht? Weißt du, da stehen wieder drei Leute in der Reihe und wer stirbt als erstes? Ich. Er schießt nur auf mich. Auf wen denn sonst? Jetzt nehmen die C ein. Wenn wir die C eingenommen haben, haben wir verloren. Natürlich haben die noch eine Zeitverlängerung bekommen, obwohl das Spiel so gut wie gewonnen war. Natürlich bekommen sie doch eine Zeitverlängerung. Warum denn nicht? Oh Gott, C verteidigen. Dürfen C nicht einnehmen. Jo. Er gibt mir instant einen Headshot. Fellgranate for the win. Er hält nur drauf und kriegt mich. Er hält nur drauf und kriegt mich. Er zielt nicht mal. Sag mal. Und der andere läuft um die Ecke. Während er um die Ecke läuft mit seiner Schrupflinde, gibt er mir einen Headshot. Ne, ne, ne. Halt sich alles nicht hier die feine englische Art. Jetzt bauen wir hier hinten. Also das ist die Runde ist zu 100%, glaube ich, jetzt schon verloren. Oh Mann, oh Mann. Die haben uns voll weggehauen. Aber wie viel Glück die auch alle haben, ne? Entweder, ich weiß auch nicht, so... Pff, ist doch nicht normal, dass die so abgehen. Das ist nicht normal. Diese scheiß Clan-Tags, die gehen mir schon auf den Sack. Alle haben so ein ekligen Clan-Tag hier. Okay, wieder eingenommen. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Da oben. Da oben ist jemand. Vorlage. Ich bekomme halt immer, wenn ich Orakel mache, eine Vorlage.